Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um die Masters of the Universe. Als Kind war meine allererste Figur damals der Mechanic. Diesen blauen Farbton, der schimmernden Rüstung, der roten und mit dem verstellbaren Kopf. Und eigentlich wollte ich keine Masterverse-Figur mehr kaufen, da ich eher auf der Original stehe. Eigentlich. Denn jetzt habe ich um 7 Euro den Masters of the Universe New Eternia Mechanic beim Smith Toys gefunden und den möchte ich nun auspacken. Also man sieht schon, er hat sogar ein Schild dabei, das war damals nicht dabei. Diese gelbe Keule hatte ich damals als Kind auch schon. Da konnte man den Körper so drehen und der Kopf automatisch hat ausgefahren, hat sich schön verlängert. Schaut gut aus, schaut witzig aus mit diesem Kopf, der war ja vorher ziemlich starr bei der Funktion. Jetzt kann man nämlich an den einfach zusammensetzen. Und er benutzt diese Keule auch als Fernglas. Okay, da bin ich sehr gespannt. Man kann es auch verlängern. Auf das Schild bin ich auch gespannt. Das sind die einzelnen Teile. Und das da unten dürfte die Wave sein, wo der Mechanic dabei war. Battle Armor, He-Man, Mechanic, Triclops und King Keldor. Okay. Ja, da sieht man auch noch den grauen Treeper. Aber damals hieß er zu meiner Zeit Rot Treeper, jetzt heißt er grauen Treeper. Habe ich damals auch. So, und das ist Auspacken erspare ich euch. Ich mache einen Schnitt und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Operation erfolgreich. Patient lebt. Das ist jetzt die leere Box. Habe ich ziemlich gut rausbekommen. Diese Verlängerungsteile vom Kopf und sein Schild waren in der Seitenlasche. Und der Körper eben, der Rest im Hauptbereich, den man hier gesehen hat. Und nun kann ich euch die Figur zeigen. Die schaut sehr gut aus. Und zwar echt so, wie sie damals war, zu meiner Kindheit. Genau die gleiche Rüstung hatte er. Auch so schön blau. Mega schön beweglich. Super. Na, die schaut Weltklasse aus. Doll beweglich. Was noch dabei war, eben seine Keule. Hat er schon damals gehabt, als ich ein Kind war. Diese gelbe Keule. Und was neu dazugekommen ist, ist ein Schild. Das ist auch das Vorderteil vom grauen Treeper oder vom Rot-Treeper. Schaut super aus. Dann zwei Ersatzhände. Er hatte hier zwei Fäuste waren extra noch dabei. Denn wenn man die Verpackung aufmacht, das sind so eine Greifhände auf beiden Seiten. Schon dran. Dann war dabei das zum Verlängern vom Kopf. Also drei so eine Glieder und dann noch einmal zwei Glieder. Dann probiere ich das mal. Ich nehme an, jawohl, der Kopf ist mal weg. Dann nehme ich mal diese drei da. Und stecke das mal rauf. Witzig. Ja, da waren halt die alten etwas besser. Da komme ich ehrlich gesagt nicht sofort. Ah, jetzt geht's vielleicht. So. Okay, schaut das witzig aus. Irgendwie hat mir das damals. Aber ich gehe eh. Ich dachte schon immer so schief. Schaut das witzig aus. Ein Wahnsinn. Und dann könnte man das noch einmal vergrößern um noch zwei Glieder, aber ich glaube, das passt einmal. Damals war es auch ungefähr. Ich glaube, der Körper halt zumindest. Diese Größe ist damals nochmal rausgekommen. Der und damals Extender aus meiner Kindheit, die konnten damals ihre Größe verändern. Das war super. Den Schild kann man hier beim Arm befestigen. Einfach draufstecken. Einfach ist gut, ich probiere es mal aus, ob es wirklich so einfach geht. Okay, alles ein bisschen schwerer als gedacht, ehrlich gesagt. Okay, muss ich mir nachher anschauen. Okay, oder geht das hinten rauf, das Schild? Oder machen wir so. Tun wir es hinten auf den Rücken und dann schauen wir, ob er die Keule nehmen kann. Also damals, ich bin ehrlich gesagt kein Freund von diesen Masterverse-Figuren. Jetzt habe ich das echt nur genommen, weil das damals meine allererste Figur war, als Kind. Man tut euch auch immer so schwer, wenn ihr irgendeiner Masterverse-Figur was irgendwas in die Hand geben müsst. Da haben wir es aber so. So, vielleicht geht es jetzt. Jawohl. Kaum sagt was. Funktioniert. Wahnsinn. Ach, die muss ich noch gescheit positionieren oder? Wird er schon stehen. Na, schaut super aus. Wahnsinn. Dann machen wir das direkt. Probieren wir es einmal nur mit zwei. Ne, um 7 Euro kann man nichts falsch machen.
Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja keine mehr kaufen, keine Masterverse-Figuren mehr. Aber so, oh, schaut was besser aus. Das schaut gut aus. Okay, das war's mit diesem Video und der Vorstellung von Mechanic aus der Masters Uni of the Universe New Eternia Reihe. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder bei einem anderen Video von mir. Tschüss, ciao und Servus.